Lass dich nicht von Kritik über deinen Körper beeindrucken. Leidest du vielleicht darunter, dass Menschen manchmal abfällige Bemerkungen über dein Aussehen machen, über deine Frisur, über deine Statur, dass du vielleicht zu dick bist oder zu dünn bist, dass dir Haare fehlen? Hast du vielleicht einfach nur Angst darüber? Shankara empfiehlt dir im Vers 549, dass du dich nicht mit deinem Körper identifizieren solltest und dir auch keine zu großen Sorgen um deinen Körper machst. In der heutigen Zeit ist ja die Sorge um das Aussehen und den Körper ganz stark verbreitet. Gerade weil Menschen nicht mehr aufgehoben sind in sozialen Kontexten, sie nicht mehr sich so sehr identifizieren mit ihrer Herkunft, mit ihrer Familie, gerade dadurch, dass sie nicht aus ihrer festen sozialen Position eben ein Selbstwertgefühl schöpfen, richten Menschen viel mehr Aufmerksamkeit an ihr Körper und Aussehen als Menschen früher, vermutet man mindestens. Aber das ist unsinnig. Und Shankara sagt dir, warum? Vers 549. Tattva deha di bhandebhyo vimuktam brahma vittamam pashyanti dehi vanmudha sharira bhasa darshanat. Genauso wird der Kenner Brahmans, der frei von den Bindungen des Körpers ist, von den Unwissenden als einer mit physischem Körper gesehen. Was sie sehen, ist aber lediglich eine täuschende Erscheinung. Der Körper ist nur täuschende Erscheinung. Du bist nicht dieser Körper. Du bist das Unsterbliche Selbst. Mache dir nicht so viel Sorgen um den Körper. Die einen mögen den Körper, die anderen mögen ihn nicht. Du kannst dich um den Körper kümmern und je nach Beruf mag es auch gut sein. Vielleicht brauchst du in einem oder anderen Beruf einen etwas gestylteren Haarstil. Vielleicht brauchst du sogar, wenn du regelmäßig vor der Kamera bist, ein bisschen Make-up über dem Gesicht. Vielleicht brauchst du eine Brille, damit du etwas siehst. Vielleicht muss die Brille auch irgendwo sein, dass ein bisschen was aussieht. Vielleicht brauchst du eine Yoga-Kleidung, wenn du in den Yoga-Unterricht gehst. Vielleicht eine Yoga-Lehrenden-Kleidung, Yoga-Lehrerinnen-Kleidung, wenn du unterrichtest. Mach das, was nötig ist. Aber das ist alles nur äußere Erscheinung. So ähnlich angenommen, du würdest in einem der virtuellen Computerspiele mitspielen wollen, wie Second Life oder, weiß nicht, Ego Shooter oder ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Ich war noch nie da drin, aber ich weiß, dort gibt es, auch da kannst du dir einen sogenannten Avatar schaffen, dann sieht er irgendwie aus und dann kannst du dort irgendwo dafür sorgen, dass der gut aussieht. Du kannst dir irgendwas kaufen, dass er noch besser aussieht und so weiter. Das kannst du alles machen und so kannst du in diesem Spiel mitwirken. Aber du weißt, ich bin nicht dieser Avatar in diesem Computerspiel. Auch wenn ich, um das Spiel zu spielen, mit diesem Avatar umgehen muss und auch wenn ich mich bemühe, dass dieser Avatar gut aussieht, ich selbst bin nicht dieser Avatar. Du kannst sagen, dieser Körper ist in diesem Sinne auch nur ein Computeravatar. In diesem Spiel bist du. Und um in diesem Spiel, diesem Weltenspiel mitzuwirken, brauchst du einen Körper und du kümmerst dich um den Körper, aber du bist nicht der Körper. Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman. Und du kannst auch mal aus diesem Spiel heraustreten und dich erfahren als reines Selbst. Denke drüber nach, dass diese Welt vielleicht auch so ist wie ein Computerspiel und dein Körper so wie ein Avatar in einem Computerspiel. Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman.